brave soul who fears not death. I shall guide you. Hey, Oida, was geht denn? Da geht einiges. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Session Treureport Live-Bericht. Wir waren ja recht fleißig gewesen, kann man ja schon mal so sagen. Wir haben ein für alle Mal den Haken hinter den Archstone of the Burrow King gemacht. Stonefang Mine. Jetzt gehen wir wirklich nur noch zurück, wenn wir ganz spezifisch beispielsweise bei Olle Lunkaide eine Bosswaffe ziehen wollen oder eine Waffe upgraden wollen oder dergleichen mehr. Vielleicht machen wir noch den Lava Run, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, aber ansonsten das Pflichtprogramm in Stonefang Mine ist durch, sozusagen. Wir haben weiterhin einen neuen Gegenstand aufgenommen. Haha, sehr gut. Wir haben weiterhin Latria, den Turm von Latria, zu einem Ende gebracht. Haben den Old Monk gerichtet. Und so, wenn ich mich recht entsinne, war somit das Letzte, was wir gemacht hatten, nachdem uns Olle Black Phantom Skurvier nochmal ein kleines Arbeitsschutzvideo zum Thema, warum Schilde gut und wichtig sind und warum jeder fleißige Arbeiter ein Schild verwenden sollte. Nachdem er uns das also schmerzhaft beigebracht hat, haben wir anschließend noch die Hexe Yuria aus den Klauen von König Alons Schergen befreit. Da ist sie nämlich. Gucken, hat sie was Neues zu sagen? Are you certain you would? It would honor me to assist one such as you, but are you sure? If the demon is cursed, Frake's power comes from human potential. Bringt uns viele interessante neue Sprüche bei, die wir jetzt ganz konkret erstmal nicht brauchen, weil Haru, was Magie angeht, ein ziemlicher Noob ist. Aber es ist trotzdem schön, sie hier zu haben. I owe my life. If you're ever in need of witchcraft, speak to me. Will do. It is a dark. Oh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das tut mir leid, Julia. Julia, einzige Frau für mich im Leben, die mir lieben tut. Du bist der einzige Stern für mich im Leben, die mir lieben tut. Und Jacqueline auch. Thema Jacqueline. Jacqueline, hast du was Neues für uns? May the heaven. Umbassa, Umbassa. So. So. Noch immer habe ich mich nicht hundertprozentig davon verabschiedet, dass wir vielleicht doch nochmal eine Runde leveln gehen wollen. So, das heißt, die Möglichkeiten, die wir jetzt erstmal konkret haben. Wir könnten in Boletaria 1.3 fortfahren und uns mal das örtliche Bessele da angucken. Wir könnten weiter ins Valley of Defilement gehen oder dann halt eben doch unsere idealen Leveling-Möglichkeiten ein bisschen dadurch beschneiden, dass wir mal den Sack zumachen im Shrine of Storms. Ich glaube, ich habe eine Idee, was man mal so machen könnte. Was sagt denn unser Item-Burden? Das sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus. Hallöche. Ich bin's wieder. Lange nicht gesehen und trotzdem wiedererkannt. So. Hau mal was raus hier. Wir haben ja die White World Tendency in Boletaria bereits erledigt. Und das endete damit, dass wir die durchgeknackte Henkerin Miralda in ihre Schranken verwiesen und mit dem Meat Cleaver in delikate Beef Jerky-Streifen geschnitten haben. Ach komm, machen wir 7 draus. Zack. Und wir haben auch das zweite World Tendency Event, so ist denn tatsächlich eins sein sollte, mitgenommen, nämlich, dass wir den Ruheplatz der Drachen in Boletaria 1.1 leer looten konnten. Ich glaube, den Talisman of Beasts heben wir uns mal noch ein bisschen auf. Ich lasse ihn extra im Inventory. Wobei, was soll's. Ding ist vermutlich auch zu praktisch. Talisman of God, wir erinnern uns, ne? Miracle Assist. Spell Assist. Talisman. Physical Damage, derselbe. Skaliert ein bisschen schlechter mit Faith. Aber interessant ist, dass er halt sowohl Magie als auch Faith bedient. Und der Grund dafür, ein altes Holzamulett, das den Alten darstellt. Also The Old One, jeden Überdämon, wegen dem wir den ganzen Ärger hier auf uns nehmen. Es kann benutzt werden, sowohl um Wunder als auch um Sprüche damit zu wirken. Sowohl für Magie als auch für Miracles. Das Symbol Gottes ist nichts anderes als das Abbild des Alten. Ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, für die Hauptstory und für die Philosophie, die hinter Demon's Souls steckt, ist das Item vermutlich das eben jene, welches den größten Twist bereithält. Was das bedeutet oder was das andeutet, wenn das Zeichen Gottes, also das hier, nichts anderes ist als ein Abbild
des Old One. Dann können wir entweder daraus ableiten, dass Old One und Gott letztendlich genau dasselbe sind. Oder, wenn man nicht ganz so weit gehen möchte, in abgeschwächter Form, dass beispielsweise Gott den Old One auf die Welt geschickt hat. Was im Kern ebenfalls bedeutet, dass die Disparität zwischen unseren Jüngern hier, die Magier zutiefst hassen, und den Magiern auf der anderen Seite eigentlich nur in den Köpfen der betreffenden Anhänger existiert. Magie und Wunder. Es gibt ja so verschiedene Anzeichen. Urbane hat ja selbst gesagt, ja, als die Soul Arts zurückgekommen sind und Boletari übernommen wurde, hat Gott uns dann auch noch die Wunder geschickt. Das heißt also, das Auftauchen der Wunder oder die Wiederentdeckung der Wunder und die Wiederentdeckung der Soul Arts, die waren zeitlich sehr nah beieinander. Man könnte also auch aus der Sicht vermuten, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht, was Sinn macht, wenn wir uns jetzt die Beschreibung des Talisman of the Beast zu Gemüte führen. Sehr, sehr, sehr wichtig, die ganze Nummer. Und wird später noch wichtiger werden. Okay, ich würde jetzt mal sagen, wir haben in Boletaria alle White World Events abgefeiert. Jetzt müssen wir uns nur noch eine schöne Gelegenheit suchen, unsere Welttendenz ein wenig zu optimieren. Satsuki, ja, du, dich haben wir auch nicht vergessen. Der einzige Grund, warum du noch lebst, sind, dass die Stormbeasts so lecker Seelen geben. Mal gucken, wie lange das hält. Dieser Schutz für dich. Loading. Showing. So, wir gucken mal. Boletaria Palace. Wir stehen gerade bei neutral. Vielleicht sogar ein unterneutral. Das weiß ich nicht ganz. Wir gehen mal wieder von Vieren aus, die wir brauchen. Wir können jetzt also schon absehen, dass unsere Stone of Ephemeral Eyes völlig ausreichen werden für das, was wir vorhaben. Schwingen. Oh nein, mächtiger Ritter. Ich kann mich nicht wehren. Echt jetzt. Echt jetzt. Echt jetzt. Schlag härter zu. Partial Parry. Oh nein, ich bin gestorben. Wie konnte ich nur? Ich war unaufmerksam, so scheint es. Ich kann mich noch grob dran erinnern, in Boletaria, in Black World Tendency, da gab es ein Bit, was wirklich, wirklich unangenehm war. Oh no. Ich glaube, da geht es fast schneller, wenn ich mich da vorne hinter... Ah, ich glaube, am allerschnellsten kriege ich das hier gewuppt. Wenn ich mich mal nonchalant selbst in Miraldas Seelengrube werfe, können wir gleich mal testen, ob es wirklich so tödlich ist, wie ich es behauptet habe. Ah! Stellt sich raus. Ist so tödlich. So, das war jetzt der zweite. Zwei haben wir noch. Kleine suizidgetriebene Archstone-Tour durch Boletaria. Jetzt haben wir uns einmal von ganz vorne nach ganz hinten durchgearbeitet. Auch nicht schlecht. Anyhow. Yay, Gras, das habe ich mir schon mal gewünscht. Anyhow. Hey, du sexy Mama. Warum kämpfe ich eigentlich mit euch? Das macht keinen Sinn. Yay. Die Nummer 3. Und dann haben wir noch Nummer 4. Das hat einfach den Vorteil, dass wir in Boletaria, was ja dann, so viel können wir schon mal sagen, als diejenige Welt, die unmittelbar den größten Zusammenhang mit der Hauptstory hat, dass wir da dann also nicht nach dem offiziellen Ende nochmal eine Black Tour machen müssen. Das feiern wir jetzt schon ab. Dementsprechend gibt es jetzt aber noch keine größere Zusammenfassung. Ja, wobei, eigentlich hätten wir jetzt die Gelegenheit, zumindest mal den aktuellen Wissensstand nochmal zusammenzufassen. Also was wir schon ganz klar gemerkt haben, ist, dass Boletaria Palace und vor allen Dingen sein Regent King Alaunt also unmittelbar im Zentrum der Geschehnisse steht. Was wir aus dem Intro und aus vereinzelten Gesprächsbits erfahren haben. Ich hoffe, das ist schon schwarz genug. Werden wir gleich sehen. Ist ja, dass König Alaunt Boletaria mithilfe der Soul Arts, die er wiederentdeckt hat, zu großem Reichtum gebracht hat. Lange Zeit auch in seinem Volk, als bei seinen Untergebenen, nach allem, was beispielsweise Björn uns erzählt hat, als sehr gütiger und weiser Regent gegolten hat. Aber letzten Endes dann doch dafür verantwortlich war, dass der Old One, jedes Monstrum, was unterhalb des Nexuses eingesperrt ist, wieder erwacht ist. Und der Old One hat gleich erstmal die Gelegenheit genutzt, den schwarzen Nebel, nicht den schwarzen Nebel, sondern den farblosen Nebel übers Land zu bringen und mit ihm seine Untergebenen, die Dämonen, die den Menschen die Seelen rauben. Oh, ein Sklavenschild. Toll. Kann ich mir bald ein Haus drauf bauen. Und eine ganze Zeit lang war ja nicht klar, ob das ein nicht gewollter Nebeneffekt war, aber immer häufiger
zeigen sich die Indizien, dass König Alaunt offenkundig wahnsinnig geworden ist und zumindest ein Teil der Schrecknisse, die hier in Boletaria vor sich gehen, auch konkret mitzuverantworten hat. Weil die sich nicht nur geduldet hat, sondern vielleicht sogar selber herbeigeführt hat. Seine wahnsinnige Henkerin hier, Marauder, die offensichtlich noch nicht soul-staffed war, hat er seine Drecksarbeit... Ich wollte gerade sagen, sie ist noch nicht da, aber sie ist da, sie steht bloß auf der anderen Seite. Wie gemein. Na gut, wir haben also Black Tendency, das wollten wir nur wissen. Jetzt können wir richtig anfangen. Ja. Also Miranda hat ihren Beitrag dazu geleistet, dass die Bevölkerung terrorisiert wird, dass das Werk der Dämonen getan wird. Auch die Fat Officials, die kurz vor der Zerstörung, Übernahme von Boletaria erschienen sind und sich beim König eingeschmeichelt haben, so hieß es, auch die unterdrücken die Bevölkerung aufs Gröbste. Wobei jetzt inzwischen es ja so weit gediehen ist, dass scheinbar nicht mehr sonderlich viel Bevölkerung übrig ist. Was uns wiederum dann allerdings, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, auch ein Indikator ist, dass dieser Misszustand in Boletaria schon ein bisschen länger gelaufen sein muss. Also nicht so war von einem Tag auf den anderen, kamen die Dämonen und da war alles schlimm. Und es muss eine ausreichende Zeit lang ja noch normale Bevölkerung gegeben haben, die Fat Officials hassen konnten. Das heißt, dass hier ist so mit längerem Anlauf gegen die Wand gekracht, die ganze Nummer. So. Boah. Kamera, spiel mit. Kurze Konzentration. Black Phantom Marauder. Ich habe sie in Erinnerung als eine der entspannteren Black Phantoms, auch wenn wir sehen... Auch ihr Hitpoint-Pool grenzt ans Lächerliche. Wir machen auch nicht ganz so viel Schaden, wie es mir eigentlich erhofft hätte. Das ist aber natürlich gefährlich. Da kommen wir aber eventuell mit der Protection bei. Jetzt können wir mal hier unser vorhandenes Arsenal, unsere Werkzeugkiste mal einmal ausschütten und hilfreiche Werkzeuge herausnehmen und utilisieren. Ja, der einzige Grund, warum die Außenwelt überhaupt mitbekommen hat, was hier in Boletaria los ist, war ja, dass sich Valarfax von den Zwillingsfängen, also Bjors Waffenbruder, durch den farblosen Nebel nach draußen gekämpft hat. Da war mehrfach die Rede von einer Fissure, also einem Spalt. Können wir also vermuten, ähnlich wie es mit dem Übergang von Boletaria 1.2 zu 1.3 gewesen ist, dass dieser Nebel nicht nur eher die Sicht raubt und Dämonen beinhaltet und damit kreuzgefährlich ist, sondern eventuell auch Boletaria wirklich abschneidet vom Rest. Dass es also wieder eine Barriere gibt, durch die man normalerweise nicht durchkommen kann. Einer ist offensichtlich durchgekommen und hat der Welt berichtet, was in Boletaria losgeht. Und hat ihr parallel dazu aber auch berichtet von den Dämonenseelen, was es mit diesen auf sich hat, welche große Macht ihnen innewohnt. Das können wir vielleicht auch nochmal im Hinterkopf behalten. Gibt es eine sehr schöne Theorie zu, die unmittelbar mit der Frage zusammenhängt, was wurde eigentlich aus Valarfax? Bjor sehen wir, ist noch am Leben. Es gibt Theorien, die auch das so ein bisschen in Frage stellen, aber wenn wir mal von der Theorie ausgehen, also genauer gesagt, dass es sich bei Bjor wirklich um Bjor handelt und nicht um jemanden anderes. Aber wenn wir davon ausgehen, dass unser Kumpel Bjor, und da gibt es jetzt erstmal nicht so viele Gründe, die mich daran zweifeln lassen, dann, naja, wir haben ja noch unten hier bei Marauder die Special Purpose Elite Uniform der Twin Fangs gefunden. Ebenso wie... Ach, es ist sehr, sehr ärgerlich. Ich habe Protection vergessen, verdammt. Fuck! Black Phantoms fighten und Lore machen. Ist weniger einfach, als ich gedacht habe. Aber egal, wir stehen am Anfang einer Session. Meine Frustration von Skirvy von gestern. Also, alles ist besser als nochmal Skirvy, von der war der... Also wir haben den Ring of Colossal Strength, bei dem Drachenrastplatz hier in 1.1 gefunden. Den Rest der Ausrüstung. An dem Ring stand halt dran, naja, dass Bjor dafür bekannt ist, dass er mit dessen Hilfe dieses schwere Equipment, was er normalerweise trägt, was wir ihn auch schon haben tragen sehen, dass dieser Ring also stark mit Bjor assoziiert ist. Wir wissen ja auch nicht, da wir Valarfax nie gesehen haben, wissen wir ja nicht mal, welche Rüstung er benutzt hat, ob er also auch... Also Rüstung schon, aber welches Equipment, ob er also auch einfach ein Szenario hatte, so einen Ring zu brauchen. Aber die erstmal wahrscheinlichste Theorie ist, dass Valarfax, nachdem er die Außenwelt gewarnt hat, natürlich wieder versucht hat, zurückzukommen nach Boletaria und dann hier gelandet ist und von Marauder zur Strecke gebracht wurde und seine Leiche dann wie tausend andere runter in den Schacht gedischt wurde. Okay, also... Fuck! Jetzt nimmt's langsam humoristische Züge an. Es ist aber auch schon wieder die Arroganz hier, die damit spielt. Fangen wir mal an. Ring of Herculean Strength, den brauchen wir gar nicht mehr. Knüppeln wir den Klingenring rein, viel besser.
Wir könnten uns sogar lebendig machen. Ich lasse das jetzt aber mal einfach. Es müsste eigentlich auch ohne gehen. Wir dürfen halt die dusselige Protection nicht vergessen. Machen wir jetzt. So, ansonsten, zu dem Zeitpunkt, wo wir nach Boletaria gekommen sind, ist im Boletaria Palace nicht mehr viel los. Zwei Menschen bei klarem Verstand haben wir noch gefunden. Einmal Jean-Baptiste, den einzigen Nicht-Ficker, der uns guten Stuff verkauft. Und dann halt Ostrava, den Prinz von Boletaria, Sohn von König Alond, der offensichtlich von einem Aufenthalt außerhalb des Königreichs, sehr wahrscheinlich Latria, zurückgekehrt ist, als er die Gerüchte über den Fall von Boletaria gehört hat. Und seitdem versucht, zu seinem Vater durchzudringen, um rauszubekommen, was in Dreitoffs Namen hier passiert ist. Ostrava hat ja immer, wenn wir ihn getroffen haben, auf seinen Vater referenziert. Da wussten wir lange Zeit nicht, wer denn sein Vater nur sein sollte, wenn man es vielleicht vermuten konnte. Aber es ist natürlich erstmal eine Hausnummer so als Sohn, wenn du plötzlich gesagt bekommst, okay, das Königreich deines Vaters ist komplett von Dämonen überrannt und dein Vater hat zumindest es nicht verhindern können und im schlimmsten Falle sogar aktiv an der Zerstörung von Boletaria mitgearbeitet. Das muss man auch erstmal sehen. So, das hat sich schon gelohnt hier. Wenigstens nicht One-Shot. Holzbalken! Warum? Und da hätte ich mich tatsächlich nochmal heilen müssen. Aber wir sehen, geht schon besser. Da fliegt eine Motte vor meinem Beamer, ich kotze. Kann sein, dass ich jetzt entweder gleich irgendwie aufquieke. Ich hab dich im Visier, Motte. Auf dem Bildschirm konzentrieren. Naja, mal gucken, was passiert, wenn Ostrava dann tatsächlich zu seinem Vater kommt. Ob er es schafft und ja, wie die ganze Nummer ausgeht. Generell haben wir, auch wir ja nur noch ein Wörtchen mit König Alon zu reden. Gibt es noch ein paar Fragezeichen, die hier stehen. Ja, wir haben uns dann erstmal hier von den äußeren Verteidigungsanlagen dann durchgearbeitet, vorbei am Lord's Path, diesem Klippenpfad, hin zum eigentlichen Boletaria Palace, wo A, die Ritter und dann vermutlich auch die Zivilbevölkerung, also nicht die Zivilbevölkerung, die sehen wir, die haben wir gesehen, die wohnt in der Stadt unterhalb des eigentlichen Schlosses, aber ja, Adligen der höherrangigen Bevölkerungsschichten, die dürften sich wohl in diesen verwinkelten Straßen von Boletaria Palace aufgehalten haben. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Fuck it. Komm, mach. Jawohl, so wollen wir das sehen. Au. Schnell das Schmutzgras wegtun, Fungusgras. Iss, mein Junge, du musst scharf werden. Rems uno. Rems due. Kraft sammeln. Eins. Tacken, das ist schon in Ordnung. Wenn wir jetzt diszipliniert spielen. Das ist nicht diszipliniert, da war er gierig, da wollte er zu viel. Ne, ich ziehe mir lieber nochmal eine Protection, eine weitere. Ich könnte sie auch eisenhart, das ist auch mal sehr lustig, einfach in ihre eigene Bude locken. Und von dort aus, und schön, wie sie normalerweise auch tut, einfach einen Schacht runterballern. Aber wir wollen natürlich hier fair and square. Jetzt kann man natürlich sagen, wie fair ist es, wenn ich sie mit dem Meatcleaver faue, aber sie hat ja nur auch nicht gerade ein Küchenmesser am Start, wie wir jetzt in mehreren Tries gesehen haben. So, sehen wir, ein bisschen Konzentration und den richtigen Werkzeugen, alles machbar hier. Guillotine-Axt. Wir prüfen dies. Eine Axt, die schon lange benutzt wurde, um Leute zu enthaupten. Für Enthauptung benutzt wurde. Sie ist kurz, extrem schwer und hat einen dicken Griff, aber kann die Wirbelsäule mit einem einzigen Schlag durchtrennen. Wird verachtet als eine Henkerswaffe und das ganz Besondere in Boletaria. So eine Waffe führt nur ein Henker mit sich. Und wer mag schon den Henker? So, jetzt ist es wieder soweit. Wir haben ein fieses Black Phantom gelegt und damit steigt unsere World Tendency. Jetzt müssen wir, ohne in den Nexus zurückzukehren, schön es bewerkstelligen, dass wir auch noch bis zum zweiten Black Tendency Event kommen. Dieses befindet sich tief in 1-3, das heißt, wir haben einen Meterweg vor uns. Black Tendency hin oder her, aber
Wir sehen hier die Draglings, die Slave Soldiers, können nur so geminderten Stich gegen uns machen. Egal, wie oft sie zustechen. Zeit für ein bisschen Abenteuer. Ich bin aktuell eigentlich sehr zufrieden mit dem Level. Ich glaube, Haru ist momentan was? 62 oder was? 67? Joa. Das ist eigentlich schon ausreichend, dass man da mal das Spiel mit fertig macht. Aber mehr geht immer. Könnt ihr mir tatsächlich vorstellen, sogar nochmal einen Schluck auf Magic zu investieren? Oder vielleicht auch die Endurance noch nach oben zu ziehen? Das wäre auch noch eine Option. Nee, ich glaube, es wird sogar... Wir müssen jetzt sagen, das Fass Magic müssen wir jetzt nicht nochmal aufziehen. Ach, ist jetzt schön. Viel entspannter hier ohne Grisou. Ach, sag nicht, da sind noch Items, die ich noch gar nicht aufgesammelt habe. Na da. Das ist nur das Spiked Shield. Genau, und Hero Soul. Diese verflixte Motte, sie macht mich wuschig, dass sich das Biest einbildet. Außerdem fällt mir gerade ein. Brauchen wir noch für was anderes sehen? Ui, jetzt können wir hier schon nicht mehr die dicke Lippe riskieren. Das wäre jetzt sehr peinlich, wenn durch den Armbrustschützen erlegt werden. Flieg, du bist frei! Ach, die Havoc Engine. Ich tendiere immer dazu, in ernsthaften Momenten denke ich mir immer so, ach, ich würde mir wünschen, dass diese ungewollt humoristischen Momente nicht passieren. Und im nächsten Moment machst du dann wieder einen Katamari-Freiwurf mit einem Dragling über die Burgmauer und denkst dir, eigentlich ist es doch ganz geil. Man kann halt schon sagen, also es ist schon vorstellbar, dass Miyazaki-san durchaus, der durchaus mal für ein Späßchen zu haben ist, siehe Adjudicator und noch so ein paar an. Boah. Ich wollte mich gerade schon fürstlich aufregen. I should be so dead, I should be so dead now. Jetzt wollen sie mir aber alle ins Liege hier. Es ist schon vorstellbar, dass sie ganz bewusst diese Havoc Engine so suboptimal, möchte ich mal sagen, eingestellt haben. Für den humoristischen Effekt. Ist ja nicht so, dass dadurch Demon's Souls zur kompletten Lachnummer werden würde. Jesus! Ich sehe, wir haben wieder einen Start wie damals in der Stonefang Mine. Die ersten 10 Minuten. Fünfmal eigentlich von rechts wegen hätten wir sterben müssen. So 1, 2, ohne Grisou kriegt man da ja ganz schnell durch. Und jetzt wird es aber kriminell. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Schon bei den Hundis hier. Ich will halt unbedingt die Seelen haben, denn... Wir wollen ja bei Jean-Baptiste noch zwei Gegenstände einkaufen und die sind nicht billig. Au. Die Bart, die. Ich könnte natürlich alternativ auch den Thiefsring weglassen, aber es ist halt wirklich verflucht hilfreich, wenn man selbst so ein bisschen Kontrolle darüber hat, wann man von wem Aggro zieht und ein bisschen das Schlachtfeld kontrollieren kann. Das ist aus meiner Sicht im Normalfall mehr wert als das bisschen mehr Leben, das man sich da reinziehen könnte über den Klingring. Ey, jetzt wird es aber langsam albern hier, Leute. So viele HP habt ihr nur wieder nicht. Ey, Ostava. Ich hab schon wieder völlig vergessen, dass der noch hirscht. Mein Vater, der König, wartet dort auf mich. Du läufst immer noch in die falsche Richtung, um zum König zu kommen. Aber das ist mir nur recht, weil... In der richtigen Richtung... Wir sind böse Menschen. Boing! Also keine Sorge, einerseits versuche ich jetzt langsam aber wirklich mal wieder so weit reinzufuchsen, dass ich mal ein bisschen gucke, was ich hier mache. Wenn das aber zu viel wird, müsst ihr euch jetzt nicht ansehen, wie ich hier 20 Milliarden Mal in 1-3 am Start aufgrund Unachtsamkeiten kaputt gehe. Machen wir da vielleicht nochmal eine kleine Montage draus. Dies gilt es allerdings zu vermeiden. Der Königsweg des Progresses ist nicht die Montage, es ist das gute Spielen. Also Serious Face jetzt hier. Kann man sogar mal eine Protection drauf knüppeln. Fats. Ja. Dies gefällt mir eher. Lecker Seelen. Schon wieder 20k, damit ist Night Sword schon fast eingetütet. Mann, du sollst ihn nicht schubsen. Typ, ey.
Sehr gut. Rechtzeitig aufgeräumt, bevor Ostrava in Schwierigkeiten kommt. Ja, hier unten war irgendwo wieder eine Spionin. Rems. Ja, scheiße, das schon wieder. Nee. Ich lerne es aber auch nicht. Immer der falsche Weg. Ich will wirklich nicht auf die blöde, flammende Kanonenkugel da drauf hüpfen. Oh, Kanonenkugel. Vermutlich eher Katapultkugel. Anywho. Du warst respektlos? Ich vergebe dir. Weh. Bald schon mal die Hand umgedreht. Atmograss und Roll. Jupp. A Black Vitality ist bitter. Neumondgras. Nehmen wir auch mit. Zappa. Hä? Viele von euch hatzen hier. Warte mal, ich prüfe dies. Huh. Weird. Versuchen Sie jetzt mal möglichst wenig anzuditschen. Möglichst wenig, ja, sehr schön. Jetzt hier reingehen müsste da eigentlich dann noch jemand runtergehüpft kommen, oder auch nicht. So, machen wir nochmal eine Gesichtsinspektion. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es sich bei den Spioninnen um weibliche Personen handelt. Schwer zu erkennen. Sehr schwer zu erkennen. Schade. Naja. Vielleicht sind die Assassinen vom König im Gegensatz zu den Assassinen von der Masked Society. Naja, auch Gender Equal. Kann ja sein. So, mit dir möchte ich aber lieber fighten, wenn wir hier draußen sind. Mit dir möchte ich eigentlich gar nicht fighten, aber was soll's. Fuck it. Ein Kapaike, zwei Kapaike, drei Kapaike. Das ist ja Quatsch. Bums. Muss halt ausreichend Abstand haben. Muss sie deine Animationsphase erwischen, wo es passt. Na, lässt du das? Oh, ich bin mir ziemlich sicher, der hätte mich gelegt. Ich würde mir wirklich wünschen, dass du das unterlässt. Das wäre super wichtig für mich. Geilo! 20.000 gespart. Super. Da haben wir nämlich das Night Sword. Das wollte ich gerade eben 5 Meter weiter bei Jean-Baptiste kaufen. Ja, da zieht der arme Jean-Baptiste jetzt aber mal einen Finger. Kriegt halt nur 20.000 statt 40.000 Seelen. Oi. Ist ja auch noch da. Ich dachte, du wärst schon erledigt. Das ist für dich, Jean-Baptiste, du einziger Nicht-Penner, du lichtscheuer Jüngling, du Muße meines Hasses. So, Longsword. Ein Shotspear nehme ich mir mal auch mit, wenn wir nämlich noch brauchen. Das wollten wir Claymore. Crash and Axe haben wir jetzt auch schon. War das Ding von den Fat Ministers, aber Night Shield. Das tüdern wir uns mal rein. Ist auch eins da. Das ist gut.
Thanks for that. Danke dafür. Wer braucht schon einen Claymore, wenn er den Meat Cleaver hat? Ich nicht. Wer spielt die Musik? Ach stimmt. Das ist ja der mit ohne Schild. So einen fiesen Zweier, ne? Tang. Wow. Dieser fiese Wirbelwind, dieser Wirbeltrittattacke, der Roundhouse Kick, der ist ja sehr unangenehm. Wenn der auf mein Schild trifft, dann wirst du gleich gestaggert. Kannst eigentlich gleich mit einem planen. Hey, da hinten ist ein Shiny. Seht ihr es? Ist es ein Shiny, was ich noch nicht habe? Was ist hier die Situation? So nicht, Freunde. Kein Shiny bleibt ungelootet. Zumindest keins, was ich nicht komplett übersehe. Pets. Ah, Mann mit Hut. Mann mit Hut ist auf Black World Tendency der zweithäufigste Grund, warum ich hier dann immer krepiere. Ja, noch ein Mann mit Hut. Zwei Männer mit Hut. Ein Mann mit Hut. Machte derben Stress. Das ist höchst unsportlich, Freundchen. Und wer hat hier überhaupt erlaubt, mein Gras zu essen? Ja, das ist mein Gras. Jetzt ist es also. Du kannst gar nichts damit anfangen. Also nicht so viel wie ich. So, wie kommt denn das jetzt? Ha. Huh. Ich tatsächlich übersehen hier die Nummer. Wir. Na! Leitern, ganz langsam, hau. Kein Stress, wir haben Zeit. Der Dank ist voll. Story Hero Soul. Okay. Interessantes Bit, was ich letztens in einem Podcast gehört habe, wieder mal von Mr. Richard Pilbeam, das er zum Besten gegeben hat. Einer der Gründe, warum Demon Souls, was eigentlich nie dafür angedacht war, ursprünglich im Westen veröffentlicht zu werden, trotzdem von Anfang an auf Englisch zur Verfügung stand, war der, dass, ich weiß gar nicht, ob es da nochmal ein Patch gab, das müsste ich nochmal nachgucken, aber das englische Voice Acting war von Anfang an Teil von... Teil von Demon Souls. Das heißt, auch in den asiatischen Varianten, deshalb ließ es sich noch halbwegs gut importieren, hat man halt nur das Problem gehabt mit den Bildschirmtexten, aber hat mehr als es sonst bei japanischen Spielen der Fall ist, immer noch ganz gut verstanden, was abgeht. Und das war eine bewusste Entscheidung von Miyazaki-san, der einfach dadurch nochmal klar machen wollte, das hier ist ein westliches Setting. Und also genau dieses europäisch-westliche noch einmal durchbringen. So ein bisschen eine Analogie zu, wo waren das? Welcher Castlevania-Teil? Ich glaube, Rondo of Blood müsste es gewesen sein. Mit diesem legendären Intro. In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren, wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. Was halt auch komplett auf Deutsch gehalten war. Okay, aber gleich nochmal unsere Full Moon Grass Bestände ein bisschen aufbessern hier. So, jetzt kommt der beschissene Teil. Ich fürchte, es wird nur bedingt was bringen. Mal trotzdem.
Ist das hier schon der beschissene Teil? Entschuldigen Sie, sind Sie der beschissene Teil? Nein, Sie sind noch nicht der beschissene Teil. Doch jener folgt zugleich. Abseits der Black Phantoms finde ich das, was jetzt kommt, den miesesten Part. Okay, das testet. Ja, genau. Genau das. Ganz genau. Also das Problem ist, sobald wir uns in diese enge Gasse begeben, spawnen sowohl hinter als auch vor uns Black Phantom Fat Officials. Alles, was sie machen, ist One-Hit. Ist es dann, als könnt ihr auch einen Klingring anziehen. Das würde dann am Endergebnis nur bedingt was reißen. Deshalb ich auch zu sehen werde, dass ich die genau einmal erlege. Man muss es halt irgendwie schaffen, einmal an einem von beiden zurückzurollen. Da kann man versuchen, sie sequenziell abzuarbeiten. Solange man da drin gefangen ist, wird es aber blutig. Man weiß ja noch nicht mal, in welche Richtung man blocken soll. Denn kriegt man unter Garantie gleich den nächsten Feuerball in den Rücken. Ein scheiß Fat Officials kann auch insgesamt in der Zusammenschau auch nichts passieren, was nicht schlimm genug wäre. Ja, anders gesagt, was zu schlimm wäre. Egal, was die Jungs anpacken, es ist nicht gut. Das ist der arme, seelenhungrige Soldat, den der Fat Official als überflüssigen Ballast quasi abgeworfen hat, indem er das Tor auf ihn geworfen hat. Weg. Einmal ist Spaß, beim zweiten Mal machen wir ernst. Oh, das ist jetzt nämlich genau hier wieder die Gasse. Hey? Jetzt geht's los. Lässt du mich bitte durch. Dankeschön. Sehr gut. Schritt 1 geschafft. Gucken wir, ob ich sie jetzt mit den... Hallo? Boah, er lässt die Zeit. Er zelebriert das hier. Und was das Schlimmste an der ganzen Nummer ist, es gibt keine Holzbalken. Husch. Interessanterweise. Ah, Direct-Hit-Geschichte. Verstehe. Sieht lame aus. Ist es vielleicht auch. War mir egal. Aber das Problem ist, dass man an dem zweiten natürlich auch genauso gut noch verrecken können. Ich wünsche mir wirklich, ich hätte Warding bei. Ich kann entweder nur Waterbait oder Protection, das nervt mich. Das ist schön für uns. Neumann Gras, 2 Stück. Ein Cash auf Tash. Ah. Naja, da fängt er nämlich schon wieder an. Der fröhliche Kavenzmann. Hihi. Ey. Backstep mit voller Wumpe, das ist hier gar nichts. Gott! Fuck! Ich halt das. Gammelposition jetzt. Ich gehe hier nicht weg, bis die zwei liegen. Das ist ein bisschen nervig. Dass ich jedes Mal für Strava den Weg bereiten muss. So, komm. Auch wenn ich immer noch glaube, dass das nicht der... Ich roll dich hier raus. Ist mir egal, Ostrava. Dass ich dich beschütze, heißt nicht, dass ich mir hier von dir den Weg aufzwingen lasse. Ja, wie gesagt, ich glaube jetzt am Ende nicht, dass das den großen Unterschied machen wird, wenn ich mich recht entsinne, was für einen Schaden die Fat Officials als Black Phantoms so anlegen. Andererseits konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass bei Skirver Einhandschläge mit dem Meat Cleaver
ausreichen, um ihn zurückzuwerfen. Und dass das Schild mir so nicht viel weiterhilft, so von der Warte her, machen wir es jetzt halt einfach mal. Ha! What? Also, da liegt sie nieder. Ja, schon zwei von der Sorte. Protect me from the evil. Huhuhuhu. Unschön, unschön. Lieber Fat Official. Ah, ist mir alles zu knapp hier. Sauber. Boah, das sieht gut aus diesmal. Ja, das können wir mal machen. Schön, 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 Pete. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Ja, mit dem Normogras. Alles meins. So selten, dass ich es vermutlich nie benutzen werde, aber... egal. Den Teil da hinten haben wir ja schon abgeklärt. Da ist er! Another Metroid is in captivity. Wum, wum. Mal gucken, ob auch er heute eine Color Stevens für uns dabei hat. Ja, sprachlos. Das war weniger souverän, als ich es gehofft hätte. Ich häng an der Treppe. Scheiße. Unbekannte Heldenseele. Skandal! Er hat keine Seele für uns. Drecksack. Ja, das kann passieren. Es ist durchaus möglich, von allen fünf Primeval Demons eine Seele abziehen zu können. Weil eben nicht garantiert. Man kann die Chancen schon erhöhen, indem man ein Item anlegt. Eine Bosswaffe, die wir bisher aber noch nicht hatten. Und vermutlich... ich glaube, die können wir jetzt auch gar nicht mehr machen. Doch, könnten wir machen, aber da müssen wir Second Chance für liegen lassen. Warum habe ich eigentlich Second Chance noch nicht? Was ist hier los? Das einzige verkackte Wunder, was sich aber so wirklich lohnt. Und ich gucke hier mit Heal und God of Wrath durch die Gegend. Ich meine, God of Wrath ist auch jetzt nicht ganz verkehrt. Ich bin sehr dumm. Ich sollte mir meine blöden Pfeile mal für den Spießrutenlauf weiter vorne aufheben. Hachi! Hachi, Hachi, Hachi. Kali, Nero, mit Sombrero. Ich bin aus Palermo. Boah. Okay, das war jetzt wieder so ein klassisches Ding. Ohne Kling Ring wäre es das gewesen. Ja, ja, ja. Ich sehe ja schon. Ich sehe ja schon. Für Black Tennessee-Geschichten werden wir vermutlich mal den Kling Ring mit in unsere Überlegung mit einbeziehen. Also easy float die ganze Sache hier dann auch wieder nicht, dass wir jetzt sagen könnten, ja, geht ohne. Wir werden unter Garantie nie getroffen. Du da bitte. Hat da angesäppelt. Oh fuck. Das ist ja einer von der Sorte. Safety Heal hier. Sicher, sicher. Vollmond Gras.
Sünder. Schmieriger. Safety hier. Ey, nicht weglaufen, du Knalltüte. Das ist jetzt sehr dumm, was ich mache. Das ist sehr dumm und ich weiß es. Siehst du, und jetzt wäre es super schlau. Wir hatten noch zwei. Soll uns reichen. Ich sehe drei Gegner. Zwei Pfeile. Ich sehe keinen Zufall. Ich sehe Bestimmung, Neo. Jetzt kommst du hier noch ran. Auf einen Meter. Du Klopskopf. Und da schau her. Da steht er ganz allein auf weiter Flur. Das muss jetzt sehr unangenehm für dich sein. Auch das Gauntlet gut überlebt. Und nachdem wir jetzt hier in Boletaria 1.3 alles haben, was wir brauchen, wird es Zeit, ins Innere des Schlosses vorzudringen. Das ist wie so eine Matroschka, Boletaria Palace. Schichten in die Zwiebel. Wow. Guck mal da. Wenn wir ganz genau hinsehen. Mal gucken, kann man hier mit dem Fernglas arbeiten. Das ist unser Oberkavenzmann. Die fröhliche Gestalt, die uns genervt hat, seit er das erste Mal den Tower Knight auf uns gehetzt hat. Na da. Du bist gefährlich, Mäuschen. Nice. Good job, Kumpel. Sauberer Move. Need some help? By the honor of the good knights, this demonic folly shall be stopped once and for all. Hey, Bjorn! Bjorn, my man! Whoa. Der Penetrator. Oh! Du lässt mal bitte meinen Kumpel Bjorn in Ruhe. Du hässliches Stück Modder. Fuck, ich muss wirklich. Ich muss ihn wirklich. Ah, no, 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 no. Lass Bjorn Frieden. Bjorn wanna live. Yes! Ein weiterer Dämon gefallen. Bjorn, my man, war mir eine Ehre. Du krasser Mensch, du. Gute Arbeit hast du da gemacht. Auf der anderen Seite, wie könnte ein Dämon jemals einem waschechten Ritter widerstehen? Na, jetzt geh schon mal voraus. Ich muss langsam alt werden. Wir brauchen ein bisschen Ruhe. Kleines Bäuschen will er. Ah, Bjor. Das ist ein guter. Das ist auch genau der Grund, warum ich einfach glaube, dass Bjor tatsächlich Bjor ist. Und er ist ein guter. Entschuldigen Sie, darf ich Sie noch ein Stück mitnehmen? Depp. So, der Penetrator, war jetzt natürlich relativ einfach, weil zwei gegen einen. Das erste Mal mit Tharion hatte ich ja, wie gesagt, Bjor niemals befreit, weil ich schlicht vergessen hatte, dass ich diesen Schlüsselring am Start habe. Auch da kann ich mich nicht daran erinnern, dass der Penetrator unendlich schwierig war. Aber
natürlich nicht im Ansatz so leicht wie jetzt. Wir haben es auch gesehen, wir haben einen mörderischen Schaden an ihm ausgeteilt. Dann war jetzt eher so ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit, weil Björk uncharakteristisch viel Schaden gefressen hatte. Zweimal in dieser fiesen Aufspieg-Animation von Penetrator. So, naja, ist ja alles glatt gegangen. Silberne Dämonenseele. Wir prüfen dies. Seele des Dämonen-Penetrator. Ja, okay. Das ist ja jetzt tatsächlich noch nicht ganz so spannend. Wir gehen erstmal zurück zum Nexus, sehen da vorne aber angezeigt durch den Shiny. Da geht's halt nochmal weiter. Die beiden anderen Areale, die wir bisher ja abgeschlossen hatten, das ist Stormfang, Mine und Latria, hatten ja nur hatten nur jeweils drei Abschnitte gehabt. Zwei reguläre Spielabschnitte und der dritte Abschnitt war ja dann schon immer der Erzdämon. Hier haben wir jetzt schon drei weggewischt. Ne? Start, erster Boss, zweiter Boss, dritter Boss und es geht noch weiter. Ein bisschen eine Sonderstellung von Bulletaria. Oh, ist gut. So, die Guilty Next geht erstmal weg. Shortspear. Ich könnte mir jetzt glatt einmal vorstellen. Spike Shield, was ist das denn? Ein Schild mit unzähligen Stacheln an seiner Vorderseite. Kann außerdem benutzt werden, um damit anzugreifen und damit Gegner zu durchbohren. Eine der selteneren Waffen und wird nicht oft im Kampf gesehen. Seltenes Ding. Ja, also tatsächlich. Ich kann es ja mal ganz kurz hier. Mal gucken. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob man damit überhaupt parieren kann, aber auf jeden Fall kann man mit dem Ding halt auch angreifen. So ein bisschen Special Purpose Style. Und für uns jetzt auch. Boo Earns. Hey, 93.000. Können wir noch wieder ein bisschen was rausgehauen hier? Silver Catalyst. Was ist los? Ich glaube, was ich jetzt gleich mal machen werde, ist mich hinsetzen und mal eine Übersicht machen, welche Waffen wir alle upgraden müssen, um die volle Power Boss-Waffen-Descriptions lesen zu können. Dann haben wir nämlich schon mal alle quasi auf Haltung und müssen dann bloß einmal zur Ad gehen, um uns dann im Schaufenster die Boss-Waffen angucken zu können und vielleicht die auch gleich herstellen zu können, je nachdem. Doch zunächst. Take-Item. Wir brauchen Pfeile. Geht also nicht weiter hier. Sagen wir mal, 90 sollen uns erstmal genügen. Special Bedien. Komm, ich mach 25. Und der Rest geht jetzt auf. Hier, das ist ein schönes Ding. Strength. Offensichtlich ist 30 so ein bisschen das Cap, denn wir sehen, ab jetzt kriegen wir nur noch ganz wenig Attack Power dazu. Während aus Dexterity noch mehr rausholen ist. Also könnte man sich tatsächlich sogar einen 30-30er vorstellen. Schauen wir. Aber erstmal Stamina. Und Equip Burden und überhaupt. Das ist ganz nützlich. Ich hasse das. Das ist so ein Neuronenblaster immer, wenn ich mir denke, so, jetzt mache ich mal was. Wie jetzt, ich gehe mal schnell rüber und rechne mal aus oder schreibe mir auf, welche Waffen wir wie verzaubern müssen. Fällt mir was anderes ein. Und wir sollten nochmal einen Sweep machen. Ich gucke mal gerade. Also, Bulletaria Palace sind wir jetzt eigentlich unabhängig davon, welches World Tendency Level wir da haben. Das ist gut. Stormfang Tunnel und Tower of Latria haben wir beide Events schon durch. Shrine of Storms brauchen wir auch nicht mehr. Ich würde aber im Bulletaria Palace jetzt erstmal noch nicht weitermachen wollen. Jetzt eigentlich tendenziell eher Richtung Valley of Defilement gehen. Und da will ich mir meine Tendency noch nicht verdämmeln. Oder will ich sie mir verdämmeln? Wir werden sehen, Genossen. The old one. Du bist eine Enttäuschung, Monumental, in jeglicher, wie auch immer gearteter Hinsicht. Der Grund, warum ich da immer mal wieder hochrenne, bei ihm verändert sich was, wenn meine Seelentendenz einen Extrempunkt scheinbar erreicht hat. Also ich dachte nur, wenn sie ausreichend hoch ist, aber vermutlich muss sie entweder ganz weiß oder tief schwarz sein. Mal mit Björn reden, sie wäre ja auch Waffenbrüder. Hast du vor, den König herauszufordern? Du magst ein großer Dämonenjäger sein, aber ich befürchte, du bist nicht bereit dafür. Der König wird verteidigt von den schwarzen Seelen mächtiger Ritter und von einem feuerspeienden Drachen. Bedenke immer, dass auch deine Macht Grenzen hat. Ja, Björn. I know, aber bleibt ja nix. Hey, Julia. Na klar, lass doch mal. Nächstes gucken hier. Guck mal hier. Neue Waffe.
Curse Weapon ist tatsächlich wirklich nicht verkehrt. Also gibt jetzt nicht mehr so viele Einsatzmöglichkeiten, wo ich das Ding bringen könnte. Und ich befürchte, ich glaube, auch da gibt es Beschränkungen, was den Meat Cleaver angeht. Müsste man im Fall eines Falls mal testen, aber das ist tatsächlich sehr gut. Eine der besten Waffenverzauberungen, auch wenn sie Nachteile hat. Also ein Spruch aus der Seele des Dämonen-Penetrator, des Durchdringers. Verstärkt und verflucht die Waffe in der rechten Hand. Symbolisiert das riesige Schwert, welches der Penetrator getragen hat und welches viele Krieger niedergemäht hat, die versucht hatten, diesen Dämon zu erschlagen. Okay. Bravo! Like to have my... Thank you. As promised. Ist immer gut, gefeiert zu werden. Light Weapon, auch er bietet uns eine Verzauberung an. Lichtwaffe. Verstärkt in großem Maße die Waffe in der rechten Hand. Es symbolisiert das riesige Schwert des Penetrators. Also durchaus ähnlich. Es ist schwächer als das... Das ist die Cursed Weapon Verbesserung von Yuria. Hat allerdings auch nicht den Nachteil. Wenn ich mich recht entsinne, müsste der Curse Nachteil darin bestanden haben, dass die Waffe einen konstant Lebenskraft abzieht. So also ein bisschen wie das Makoto halt. Okay, 2 Sekunden Pause. Ich checke, mache mir mal einen Plan für das Aufleveln der Waffen und danach gucken wir mal, wie wir weiter verfahren. Bis gleich.